Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. In der letzten Folge haben wir hier an der Stirnküste die Insel hier da abgesucht. Ja, also die vorgelagerte Insel oder was immer das ist. Es ist jedenfalls was Größeres, aber man kann nicht weiter als das erkunden. Ich habe alles versucht zwischen den Folgen. Und ich habe auch mal meine ältere Folge angeschaut, 200 irgendwas. Also so lange ist es noch nicht her. Da war ich schon mal hier, da haben wir diesen Drachen bekämpft, der hier war. Also... aber man kommt da nicht rein. Also wir haben ja dieses Dings da gesehen, dieses Gebäude. Und da kommt man nicht rein. Jetzt habe ich aber beim Stöbern doch noch etwas entdeckt, was ich euch zeigen möchte. Deswegen bin ich auch, habe ich auch hier ausgelockt. Und dann schauen wir mal. Hier liegt nämlich noch ein Skelett. Das habe ich bei meinem ersten Besuch übersehen. Wir sind also hier in der Nähe der Anlegestelle. Zur Erinnerung. Man kommt hierher, indem man hier in Davins Mündung reinkommt. Und hier ist so ein alter Binnenhafen. Und mit dem kommt man hier rüber auf die Insel. Das nur mal zur Erinnerung. So, und jetzt schauen wir mal, was es da drin gibt. 135 Gold, Stück eines mangelhaften Kettenpanzers. Der Gestalter hat möglicherweise irrtümlich Aureole des Schutzes verstanden. Tja, keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber sieht... Könnte ein... Gibt Dagner. Ah ja, Dagner will das haben. Okay, dann machen wir das doch gleich mal. Also hier finde ich sowieso nichts mehr. Wir sind eigentlich noch auf der Suche nach weiteren Himmelsscherben. Ich habe jetzt vor der Aufnahme auch mal alle Landkarten angeschaut. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich weitersuchen soll. Ja, da wird uns der Zufall helfen müssen. Jetzt gehen wir aber erstmal Dagner dieses Dings da geben und mal gucken, was die da für uns draus basteln kann. Gut, dann schauen wir mal. Dagner haben wir ja schon länger nicht mehr besucht. Die ist ja ganz putzig. Die kennen wir ja auch schon aus Dragon Age Origin. Ja, letztendlich ist Dagmar zum Studium der Magie gekommen. Eine Zwergin, ne? Was ja sehr ungewöhnlich ist. Und wir haben ihr in Dragon Age Origin damals geholfen, dass sie überhaupt studieren darf. Und ja, jetzt ist er halt in Dragon Age Inquisition eben das, was er ist. Ich hätte da etwas Merkwürdiges für euch, Inquisitor. Aber daran seid ihr doch inzwischen gewöhnt, oder? Nein, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Warte mal, gibt es nützliche Überraschungen? Und? Konntet ihr mit den Dingen, die ich gefunden habe, irgendetwas anfangen? Ich kann aus allem etwas machen, nur weiß ich nicht, ob Ruinen der beste Ort sind, um Dinge zu finden, bei denen die Magie erfolgreich angewendet wurde. Aber man weiß ja nie... Versucht mal das hier, 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 das hier. Was ist denn jetzt los? Audiolack. Opfer der Sitten haben wir bekommen. Das werden wir uns mal angucken. Und zwar jetzt, solange... Ja. Was war das Stücke erfolgreich Quest? Moment. Erstmal schauen wir uns dieses das Teil an. Was waren das jetzt? Opfer der Sitten? Scheiß Audiolacks, die gehen mir auf den Zeiger. Ich dachte eigentlich, ich hätte das inzwischen im Griff. Ja, aber, ja. Naja, Origins hat vor dem Spielstart wieder einen Patch verlangt. Da kam ich nicht drum rum. Sonst hätte ich Dragon Age, nochmal aktivieren müssen. Ja, vielleicht hängt dieser Audio-Lag damit zusammen. Also mit diesem Origin-Patch. Die habe ich sowieso gefressen. Man patcht da eigentlich nur die Werbung, ne? Habe ich den Eindruck. Ich habe mir die Patch-Notes angeschaut. Wo finde ich denn das jetzt? Und vor allem, was war das? War das... Immer langsam. Langsam durch. Irgendwas mit... Nö, da ist es nicht dabei. War es eine Rüstung? Nö. Definitiv nein. Jetzt gucken wir nochmal bei den... Opfer der Sitten, das war's. Was ist denn das? Och Gottele. Süß. Plus 1 Klugheit, aber dafür minus 100% Verteidigung gegen Magie. Nochmal minus 100% Verteidigung im Fernkampf.
Und nochmal -100% Verteidigung im Nahkampf. Warum sollte ich das Ding benutzen? Ich bin doch nicht bescheuert. Was ist denn das für ein Zeug? Eine erstaunlich schlechte Idee steht noch drunter. Ja, das allerdings. Also, vielleicht ist es ein Questgegenstand, den irgendwann mal jemand haben will. Ich werde es mal in diese Truhe einlagern. Ich meine, das Ding ist schließlich einzigartig, auch wenn es... Obwohl, lass es mal drin. Lass es mal drin, aber ich werde es wohl irgendwann in der Truhe einlagern. Vielleicht brauche ich es jetzt bei Dagmar gerade jetzt nochmal. Und dann habe ich es nicht im Inventar. Also, was ist jetzt noch? Na, wie geht's euch? Habt ihr das nicht erforscht? Was habt ihr in Erfahrung gebracht? Habt ihr etwas über das Nichts herausgefunden? Ich habe einige Partikel, von denen ihr gereinigt wurdet. Seltsam. Und die anderen Risspartikel. Auch seltsam. Das alles ist seltsam. Ich sagte seltsam, oder? Ich brauche Antworten, Dagna. Lyrium und das Nichts verknüpft. Zwerge und Besänftigte nicht verknüpft. Aber sie bearbeiten Lyrium, also sind sie es doch. Irgendwie. Da ist irgendwas. Ich war gerade in eine Rune vertieft und plötzlich war ich groß. Richtig groß. Und ich dachte, all die Gedanken. Was regt die da? Ihr wart richtig groß? Ihr habt euch größer gefühlt? Wie viel größer? So groß wie ein Berg. Vielleicht war ich aber auch der Berg. Aber ich habe mich bewegt, fühlte mich benommen. Wisst ihr, woran ich mich erinnerte? An einen Bewahrer, der etwas an die Wand der Erinnerungen schrieb. Allerdings, groß. Ist das nicht seltsam? Vielleicht waren da irgendwelche Dämpfe. Mal schauen, ob sich daraus eine Quest entwickelt. Ihr dachtet all die Gedanken? Was soll das heißen, ihr dachtet all die Gedanken? Keine Ahnung. Es war, als wäre ich vor einem kurzen Moment bei meinen Leuten gewesen. Und mein Gedanke war ihre Gedanken. Eure Gedanken waren ihre Gedanken? Nein, nein, mein Gedanke bestand aus ihren Gedanken. Als wären sie Teile davon. Worte sind nur Brei. Vielleicht fühlt so auch der Stein. Oder wir denken, dass er so fühlt. Wenn wir davon ausgehen, dass er überhaupt etwas fühlt. Unheimlich. Hört sich für mich so an, als wären die Zwerge von den Borg assimiliert geworden und sie wäre ein Teil des Kollektivs. Aber falsches Universum. Was ist mit der Verknüpfung? Besänftigte und Zwerge sind also mit Lyrium verknüpft. Irgendwie aber auch nicht. Es ist, als müsste das Lyrium fließen. Wenn ihr aber ein Teil davon seid, reißt es euch mit. Also dürft ihr kein Teil davon sein. Das macht mich traurig. Warum, weiß ich nicht. Es scheint, als sollten wir Teil davon sein. Was auch immer es ist. Oder vielleicht sind wir es, die es geschehen lassen. Was auch immer es ist. Wisst ihr, was frustrierend ist? Antworten, die keine Antworten sind. Boah. Stimmt. Macht weiter. Forscht weiter und lasst mich wissen, was ihr herausfindet. Ich habe versucht, es erneut geschehen zu lassen, aber es ging nicht. Dann hatte ich Kopfschmerzen, trank einen Kakao und habe geschlafen. Ich lasse nicht locker. Sehr seltsam. Oh, und ich habe eine Rune hergestellt. Die ist auch seltsam. Seid vorsichtig damit. Endlich was Brauchbares. Und wo ist jetzt die Rune? Habe ich jetzt eine Rune gekriegt? Ich habe nichts gesehen. War das Ding da? Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Meldung gesehen. Ja, merkwürdig. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ausgezeichnete Runen. Überragende... Hä? Ja, schön. Habe ich jetzt die drei von ihr gekriegt? Sie hat von einer Rune gesprochen. Stimmt's? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Das war jetzt alles ein bisschen wirr. Mal zu dem Teil. Ja. Gut, lassen wir es jetzt nochmal ansprechen.
bereit, die großen Mysterien zu beantworten. Das wird wunderbar. Dagner, zeigt mir, was ihr könnt. So funktioniert es. Bringt mir die seltenen Zutaten, die man braucht, um Meisterwerke zu verzaubern, und überlasst alles weitere mir. Ganz normal. Nur, dass es nicht normal ist, sondern eine Manipulation der Mächte der Natur. Und ich trage dafür Sorge, dass alles funktioniert. Ihr werdet sehen. Arbeitet ihr jetzt mit dem Ding, das wir auf dieser Vorinsel da geborgen haben, oder? Bereit, die großen Mysterien zu beantworten. Das wird wunderbar. Und nachforschen, warum reden wir in Briefen hier nicht weiter? Also ich gehe mal davon aus, also entweder das, was wir jetzt von ihr bekommen haben, dieses merkwürdige Amulett, entweder ist das Ergebnis von dem, was wir jetzt auf der Insel gefunden haben, oder sie arbeitet jetzt daran. Ich bin da gerade ein bisschen ratlos. Das war mir jetzt alles ein bisschen zu wirr. Ich bin da nicht schlau draus geworden aus Dagner, aber ich glaube, das geht dann nicht nur mir so. Jetzt gehen wir mal kurz Kartentisch, da war ich schon lange nicht mehr. Mal gucken, ob sich da was geändert hat. Wenn nicht, gibt es ein paar Standardaufträge, dass meiner Führungsriege nicht ganz langweilig ist. Sollen sie wenigstens Rohstoffe beschaffen. Und dann gehe ich mal. Mache ich mich mal auf die Suche nach Scherben. Irgendwie übersehene Scherben. Es muss noch welche geben. Ich habe nur auf den Karten nirgendwo gesehen. Ja, ich habe da einen Verdacht. Da war noch ein ganz kleiner Ort in Schatten verborgen. Da könnte sich theoretisch so ein Okular verborgen haben. Also hier ist mal gerade nichts. Was ist das? Dagmar, überfällige Strafen. Ah ja. Inquisitor, ich fürchte, ich bin, wie die Ahnen sagen würden, in einer misslichen Lage. Offenbar macht sich ein Zwerg, der sich mit magischen Theorien befasst und dabei vielleicht den ein oder anderen Folianten stiehlt, viele Feinde. In meinem Fall Assassinen aus Tevinter, aber nicht diese Assassinen und nicht aus diesem Tevinter, glaube ich. Sie sind Templer. Ist das besser? Vermutlich nicht. Angesichts ihrer schwarzen Göttlichen. Die redet immer so komisches Zeug. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn sich Zwerge mit Magie befassen, das bekommt ihr im Geist nicht. Jedenfalls wollen sie mich holen, und obwohl ich weiß, dass das nichts mit eurer Sache zu tun hat, schreibe ich euch diese Zeilen in der schwachen Hoffnung, dass ihr sie vertreiben könnt. Das wäre wirklich hilfreich. Sollte es nicht euch nicht möglich sein, wäre das aber auch in Ordnung. Ich möchte nur nicht, dass ihr überrascht seid, wenn euch jemand irgendeinen Bohai meldet. Arkanistin Dagner. Ja gut, was würde denn Kallen tun? Der Templer der kaiserlichen Kirche sind gänzlich anders als die unseren. Aber ich werde versuchen, mit ihnen zu reden. Liliana, nun? Wir können die Augen offen halten, aber Dagner scheint sehr gut allein zurechtzukommen. Deshalb ist sie für uns auch so wertvoll. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, die kaiserliche Kirche in die Hand zu reichen. Natürlich nicht, was Dagner angeht, aber mit Corypheus haben wir einen gemeinsamen. Von dir, probier du das mal. Fangen wir an. Mit Diplomatie kommen wir hier vielleicht sogar zu einem Ergebnis. Gut, dann Leder beschaffen. Dann wollen wir doch mal sehen. Mir gerade egal, was die machen. Hauptsache, sie sind beschäftigt. So. Machen wir uns an die Arbeit? Genau, machen wir uns an die Arbeit. Gut, ich werde hier mal einen Cut machen und mal der Sache nachgehen. Und dann schneide ich die Videoaufnahmen zusammen. Bis gleich. So, ich versuche jetzt also herauszufinden, wo noch Scherben zu suchen sind, weil ich das Thema durchziehen möchte, wenn es geht, einigermaßen zeitnah. Schauen wir mal ganz kurz, wie viele überhaupt noch fehlen. Ja, doch 12 Stück. Es muss also noch ungefähr 3, vielleicht sogar 4 Okularien geben. Ich muss nur die Position finden. Jetzt bin ich hier gerade in den Hinterlanden und habe festgestellt, dass wir hier noch einen Holzschlag nicht annektiert haben. Das nehmen wir natürlich mit in die Aufnahme und tun das gemeinsam. So, Holzschlag gefunden. Hier war doch noch irgendwas Seltsames. Da, genau, Okularum. Sieht so aus, als wäre ich auf der richtigen Spur hier. Ich denke, ich muss mich von da aus nähern. Gut, dann lasse ich die Videoaufnahme auch laufen. Ich hatte jetzt vor, euch unnötige Laufwege zu ersparen.
Aber das dürfte jetzt nicht so schlimm werden, deswegen lassen wir es laufen. So, nebenbei lasse ich mir ein paar Gummibärchen schmecken. Ich habe gerade ein bisschen, irgendwie fühle ich mich kraft- und saftlos. Und Zucker ist ja ein Energiespender. Und ich hoffe, ja, vielleicht ist das die Jahreszeitenumstellung. Wir haben ja jetzt den, was haben wir heute, den dritten oder den vierten? Vierten. Warte mal, Montag war der erste. Ach Gott. Ich sagte, ich fühle mich momentan kraftlos. Und ich nehme an, dass das Hormonumstellung ist, Jahreszeitenwechsel. Und hoffe, dass mir ein bisschen Zucker, was Süßes zum Naschen, gut tut. Es schmeichelt auf jeden Fall die Seele. Jetzt muss ich nur irgendwie darauf kommen. Wie mache ich das? Das sieht gerade nicht ganz falsch aus. Ja, gut. So nicht. Vielleicht muss ich wieder mal einmal um den ganzen Berg drum rumlaufen. Hallo? Hören kann ich ihn schon. Ich weiß nicht, ob man es auf YouTube hört oder ob das. Ja, hier höre ich jetzt nichts mehr, aber gerade habe ich ihn schon gehört. Dieses Summen. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich da hochkomme. Hä, was ist das? Das ist ein Ort, den haben wir auch noch nicht gesehen. Wenn ich schon mal hier bin, also dann machen wir das. Was ist das nun wieder? Ich nehme an, da war ich schon, weil das ist schon kartografiert. Aber gucken wir noch mal rein. Nochmals danke. Ach, jetzt die ist zufrieden. Ist mir jetzt nicht im Gedächtnis hängen geblieben, nicht besonders. Aber da oben, da waren wir noch nicht. Und ich nehme an, von da aus kommen wir auch ans Okular ran. Vielleicht waren wir doch schon dort. Das hat jetzt so ausgeschaut. Oh. Ja, also hier bimmelt nichts mehr. Die Truhe, die kann ich auch nicht mehr anfassen. Muss ich doch schon gewesen sein. Und da komme ich nicht drauf, oder? Ja gut, das ist immer ein bisschen schwierig, die Entfernung abzuschätzen. Das ist also der nicht kartografierte Teil der. Das da ist was Selteneres. Kristallsegen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon anpflanzen kann. Irgendwas will da gegen mich kämpfen. Und warum? Was ist denn mit dem falsch? Ich hab dir doch nichts getan, aber gut, wenn du unbedingt meinst. Auf Nimmerwiedersehen! Also warum der jetzt gesponnen hat, weil an denen ich vorbeigekommen bin, die waren friedlich. Ich versuche es mal über diese Steinbrücke. Von da aus müsste ich eigentlich zum Okula hingehen. Gut, das und von der Seite schaut die Sache ganz anders aus, ne? Und an der Wand sind wir vorhin hängen geblieben. Hey, was ist das alles? Gold nehmen wir mit. Und das hier, hallo.
Mach mal auf. Und Leder, ja, warum nicht? Ansehen. 4, immerhin, da war gerade was. Eine haben wir schon. 2. Die sollte ich zuerst holen. Ich vermute mal, die ist von hier aus besser erreichbar. Und 4. Sehr schön. Das dürfte die auf der Brücke sein, nehme ich an. Jawohl. Da rutsche ich mal kurz runter und schau mal, ob ich da hin kann. Karlin hat's Brückenkopf. Natürlich ist die Brücke kaputt. Aber ich glaube, das ist nicht schwierig. Ich muss nur darüber. Ihr habt meiner Enkelin das Leben gerettet. Vielen Dank. Was? Was ist denn das hier? Ja, wenn wir uns gleich nochmal umschauen, kann sein, dass ich hier noch was zu tun habe. So, und dann fehlen nur noch 11. Gut. So, und da war irgendjemand, dessen Enkelin wir gerettet haben. Ich meine, das ist bestimmt schon wieder ewig her. Kein Wunder, dass ich mich nicht erinnere. Ja, gut. Lilianas Bericht liegt auch schon bereit. Cannons Bericht war eben gerade schon da. Aber auf die Sache mit Dagna, also hier, das haben wir auf jeden Fall schon in Besitz genommen. Da steht unsere Standarte. Wo ist denn die Stimme jetzt, die mich vorhin angesprochen hat? Ich würde gerne mal kurz Hallo sagen. Ich meine, die wird nichts Wichtiges zu sagen haben, aber man ist ja ein höflicher Mensch, ne? Und offenbar lebt da jemand alleine in diesem... Na gut, dann halt nicht. Mir ist nicht wichtig genug. Dann... dahin. Da hockt doch jemand, ne? Danke für alles, was ihr getan habt, euer Gnaden. Offenbar kann ich mit keinen von denen reden, aber wenn... Oh, die sind zufrieden, das passt. Was willst du mir? Aber das... wäre ein Ort, den ich mit der Macht der Inquisition herrichten würde, wenn ich könnte. Also man könnte hier durchaus eine Festung brauchen, ne? Was gibt's denn hier in der Zone? Ah, da schau an, da ist noch ein Okular. Dann bin ich hier auf jeden Fall richtig. Also hier finden wir wahrscheinlich nochmal 4. Und dann... ja. Was bist denn du? Kopf und eine Leiche nebendran. Präziser Langbogen. Ja, die hat schon lange hinter sich. Die Haut ist schon schwarz. Aha. Die Randgebiete. Das gucken wir uns auch nochmal an. Könnte ja sein, dass ich irgendwo nicht gründlich war, ne? Aber hier ist nichts mehr. Ja, da pflanzt wohl jemand Elfenwurzeln an.
das lobe ich mir. Da oben. So. Szenen noch. Nächste. Hier. Schermen hinten. Ja, da machen wir es uns leicht. Ich hoffe, dass wir es uns damit wirklich leicht machen. Nicht, dass ich das Gegenteil erreiche und dann irgendwo nicht raufkomme. Ja, schön, dass es auch mal einfach geht. Noch 9. Dann hier. Da komme ich wohl von... Dürft wurscht sein. Ich gehe mal hier rüber. Dürfte wurscht sein. Ja, die Scherbe sammle ich noch auf und um das nächste Okular kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Das ist dann was, was ich morgen mache. Wir haben heute schönes Wetter. Der zweite Tag in diesem Jahr, wo wir so um die 20 Grad bei uns haben. Und da muss ich ein bisschen was im Garten machen, sonst muss ich das bei schlechtem Wetter tun. Wie meinst du das? Deswegen. Ich sag ja nur, was ich gehört habe. Aber da ist doch ein Händler, ne? Was hast denn du? Außerdem könnte ich vielleicht was entrümpeln, wenn ich schon mal hier bin. Den präzisen Lampenbogen haben wir gerade gesammelt, den brauche ich ganz bestimmt nicht. Das auch nicht. Das blaue Zeug, das überlege ich mir genauer. Aber wahrscheinlich kann das auch weg. Opfer der Sitten, also das ist eine erstaunlich schlechte Idee. Ich könnte es nicht anders ausdrücken. Wahrscheinlich werde ich die Folge Opfer der Sitten nennen. Es ist gut, dass der Handel wieder floriert. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls Sie an... Achso, wir könnten ja mal gucken, was der zu verkaufen hat. Vielleicht verkauft er Baupläne. Also er verkauft wohl Accessoire-Kittys. Nee, ich will kaufen, hallo. Waffen. Ja, die haben ich vielleicht irgendwann mal verkauft. Das haben ich ihr bestimmt irgendwann mal gegeben. Aha. Der tut hier Einheimische, unendlich hat er das sogar zur Verfügung. Der tut hier Einheimische Rohstoff. Hat der auch Baumwolle? Baumwolle bräuchte ich nämlich für einen Auftrag. Spindelkraut kann ich einfach so kaufen? Ich glaube, da habe ich einen Mangel, oder? Warte mal. Kann man das nicht einfach, ja, was heißt Mangel? Mangel habe ich nicht, aber wenn ich es mal brauche, brauche ich es in größeren Mengen. Ich glaube, es ist kein Fehler, wenn ich ein paar davon einkaufe. Einfach mal so freie Schnauze. Hast du noch mehr Elfenwurzeln? Ne, kaufe ich dir auch ein paar ab. Da schaue ich jetzt gar nicht nach, ob ich einen Mangel habe. Blutlotus. Da schaue ich jetzt mal nach, das interessiert mich. Da dürfte ich auch nicht mehr viele haben. Also der Händler, der ist gut. Schön, dass ich reingeschaut habe. Man könnte ja auch im Schwarzen Emporium Rohstoffe kaufen, aber... Wenn ich jetzt schon mal hier bin... Wo ist denn jetzt Blutlotus? Kann das nicht einfach alphabetisch sortiert sein? Ist ja schlimm. Ja, also die Scherbe holen wir uns noch in dieser Folge. Sag mal, wie ist denn das sortiert? 49, ja, da haben wir einen Bedarf. Da werde ich mir mehr holen. So. Einfach mal. So, auf 1000 runter, 1000 Gold, da mache ich Stopp. So. Also hier in dem Inventar ist es ja alphabetisch sortiert, glaube ich, ne? Da, 99 habe ich jetzt wieder, das ist doch schon mal was.
Ja, gut, dann kaufen wir noch einen. Werkstoffe? Nein, boah, nerv. Konzentrier dich. Ach, ich kaufe noch ein paar mehr. Blutlotus ist ein relativ wichtiges Kraut. Also da kann man ruhig mal zuschlagen. Ja, dann brauche ich. Und wir werden sie nutzen. Ich danke euch. Ich danke euch. Falsche Richtung, ich muss da lang. So, dürfte ja nicht allzu schwierig werden. Das eine Ding da zu holen, hoffe ich jedenfalls. Obwohl, also, manche Scherben können einen schon zur Verzweiflung treiben, ne? Und dann gehe ich offscreen mal in Position, dass ich in der nächsten Folge gleich beim nächsten Okularum weitermachen kann. Ja, schön, dass das auch mal wieder einfach geht. Hat man zwei einfache dabei. Also eigentlich immer nur die eine ein bisschen schwierig. So, noch 8 Stück, das haben wir. Dann sage ich hier mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge werde ich mich dorthin begeben und dann können wir gleich weitermachen.